Servus Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Heute nehme ich euch einmal mit zum Huai Yang See in Nakhon Ratchasima. Das ist ein Naherholungsgebiet, das vor allem von Thailändern genutzt wird hier in Nakhon Ratchasima. Und ja, ich würde sagen, schauen wir uns das einfach mal an. Erstmal noch was zu trinken gekauft im Big C. Auf dem Weg dorthin. So, bin angekommen. Kurz zur Anfahrt. Es ist ungefähr, ich würde sagen, mit dem Motorbike 35 Minuten von der Mall of Korat entfernt und circa 25 Minuten, 20 Minuten vom Safe One Markt. Kommt natürlich auch immer auf den Verkehr an. Kurz vorab, ich komme mittlerweile seit ungefähr 5 Jahren immer mal wieder hier vorbei. War nie so, dass ich hier irgendwie schwimmen war oder irgendwas, aber ich bin hier halt gerne mal hingefahren, habe mir was getrunken, ein bisschen geguckt, habe mal ein bisschen Wasser. Das letzte Mal, wo ich hier war, das war vor 2,5 Monaten ungefähr, knapp 3 Monate, Anfang November. Da war es auch schon sehr warm und Dürre herrschte bereits, mehr oder weniger. Es regnete sehr wenig und der See war schon zu dem Zeitpunkt fast ausgetrocknet. Und jetzt komme ich hier gerade an und bin erschrocken. Schaut selber. Also wie ihr seht, ist nicht mehr viel da und das ist ein Riesenteil. Ein Boot da hinten am Paddeln. Wahnsinn. Also wie gesagt, eigentlich war hier immer was los. Gut, jetzt ist es auch mittags und natürlich alle sind in der Schule, sind arbeiten und weiß ich nicht was. Aber ja, und es ist halt kein Wasser da, ne? Ist ja der Wahnsinn. Wie ihr seht, ich zoome mal ran. Nichts da. Also hier war vor gut einem Jahr alles noch voll mit Essenständen, Verkäufern und weiß ich nicht was. Wie ihr seht, nichts mehr los. Jetzt weiß ich aber auch nicht, ob das irgendwie gewollt ist, vielleicht, dass hier auch nichts mehr stattfinden soll. Dass das quasi, sag ich mal, aufgegeben wurde, oder da habe ich jetzt keine Informationen drüber. Allerdings, wie ihr seht, wurde hier wahrscheinlich schon länger nichts mehr gemacht. Überall Blätter. Also da hat schon länger keiner mehr geputzt. Also ich werde versuchen, da noch ein paar Informationen rauszubekommen und werde dementsprechend dann vielleicht auch noch mal ein Video machen mit einer Aufklärung. Oder es ist einfach wirklich kein Wasser, kein Geschäft, keine Leute, die arbeiten. Das leuchtet ein. Also wie ihr seht, auch hier ist schon länger nichts mehr passiert. Die Luft geht aus den Schwimmreifen langsam raus. Hier hat schon länger keiner mehr was gemacht. Ja, ich denke, es liegt einfach daran, kein Wasser, keine Gäste und ja, kein Geschäft zu machen. Da suchen die sich wahrscheinlich lieber was anderes, wo sie Geld verdienen können. Und wenn das Wasser dann hoffentlich wiederkommt, kommen auch die Gäste und somit das Geschäft. Und direkt um die Ecke befindet sich auch noch ein Resort. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da hinten ist der See. Hier ist das Resort. Ich packe euch den Link in die Beschreibung rein, wenn ich denn einen finde.
falls ich mal Zeitangaben mache, das ist dann immer zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufgenommen habe. Die kommen manchmal ja auch nicht direkt am selben Tag online. Kann sein, dass das immer ein bisschen versetzt ist. Und dann wundert euch nicht, dass dann eventuell 2 Monate vorher vielleicht dann schon 2,5 eigentlich sind oder wie auch immer. Alles klar, ne? Dankeschön. So, ja, das war's quasi schon. Es tut mir leid, dass ich euch da jetzt nicht ein bisschen mehr Leben zeigen konnte oder Aktivitäten. Es ist halt nichts los gewesen oder war auch nichts los die letzte Zeit. Wie gesagt, eventuell kommt ein Nachtrag zu dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, folgt dem Kanal und ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal.